Willkommen zurück zu Slay the Spire. Es ist wieder Zeit für eine Daily. Heute mit dem Silent. Der Ironclad ist wirklich weg. Vielleicht hat er ja Urlaub. Ist ja Sommer. 5 farblose Karten, mehr Gold und Lethality. Lethality muss nicht unbedingt schlecht sein. Strength ist immer gut. Enlightenment kann gut sein, wenn wir es zusammen mit sowas ziehen, zum Beispiel Hand of Greed, okay. Secret Technique, Swift Strike und Violence. So, dann schauen wir doch mal. Einer, zwei, drei. Also über die rechte Seite. Nehmen wir ein paar Fragezeichen mal mit. Okay, das sind 8. So wenig Schaden wie möglich nehmen. Das hat schon mal gut angefangen. Dagger Throw ist eigentlich auch nie verkehrt. Das ist irgendwie nicht so gut. Auf 9 kommen wir nicht. Dann blocken wir. Gibt sogar ein bisschen extra Gold. Nichts davon. Upgraden. Auf jeden Fall upgraden. Das sind 4. Das geht von 9 auf 12. Upgraden wir mal den Survivor. Auch wenn ich ihn noch kein einziges Mal in der Hand hatte gerade. Theoretisch ist der Survivor ja nicht schlimm. Noch ein bisschen extra Gold. Wir discarden nicht so viel, nehmen wir einen Dodge and Roll mit. Da sind wir auch schon beim ersten Elite. Irgendwie nicht. Das lasse ich mir gefallen. Nip. Oh. Dann eben so rum. Das ist irgendwie ganz passend. Allerdings auch nur 4 Block. Prepared. Ich muss einfach. Terror, auf jeden Fall Terror. Oh, wir können nicht upgraden? Warum können wir nicht upgraden? Ach, wegen mehr Gold. Ich habe auch irgendwo gelesen, wenn man Shops vermeidet, kriegt man auch mehr Punkte. Wahnsinn. Oh. Weakness.
Ghost in the Jar ist gut. Dagger Spray genau zum richtigen Zeitpunkt mitgenommen, wie es aussieht. Die zählen ja, glaube ich, als Non-Minions. Ja, tun sie. Wow. Na, das ging noch. Oh, Mori nehmen wir mal mit. Quick Slash für Card Draw. Oder so. Slice. Da lohnt sich Terror auch mal. Piercing Veil kann auch nicht schaden. So, 4 Block haben wir auf jeden Fall schon mal. 17, meine Güte. Ich versuch's einfach mal, weil ich zuversichtlich bin. Ninja Scroll. Cloak and Dagger geht immer. Ich würde gerne Terror upgraden. Schiffs sind natürlich ziemlich gut. Perfekt ist vom Tisch. Hätte das Intangible nehmen können, aber nö. Je schneller er weg ist, desto besser. Ich glaube, da ist das Intangible angebracht. Nichts davon. Ich nehme die Calling Bell. Schließlich haben wir ja Omamori. Gambling Chip ist gut. Ich weiß, man kriegt mehr Punkte, wenn man Shops vermeidet. Aber zu einem Shop würde ich schon gerne gehen. Vor allem mit 1000 Gold auf der Hand. Bisschen Platz schaffen.
Ich merke auf jeden Fall, die tun ganz schön weh. Oh mein Gott. Die tun sogar richtig weh. Accuracy, gar keine Frage. Bronze Scales, Calling Bell hat seine Zwecke erfüllt. Nehmen wir einfach gefühlt alles mit. Schmeißen Daut oder Daut noch raus. So, passt. Da wir sowieso kein Perfect hatten, gehe ich davon aus, werden die Punkte eh nicht so gut sein. Warum haben wir das? Achso, ich habe es ja nochmal gekauft. Das sind nur 18. Ah, erstmal den da. Stunnen. Und den da stunnen. Ein bisschen taktisch klug spielen. 5x5. Sehe ich nicht so, mein Freund. Es missfällt mir, dass wir hier Schaden nehmen. Zwar so viel, dann nehme ich definitiv eine Regen Potion mit. Und nochmal ein Piercing Veil. Hand of Greed brauchen wir definitiv nicht. Hätten wir brauchen können. Nevermind. So. Ich höre, glaube ich, die Katze im Hintergrund schon wieder. Immer am Meckern. So, Accuracy. 10 Damage pro Schiff. Nein, es war einfach so. Fies, weil es reicht so oder so nicht. Acrobatics kann auch gut sein. Dann gehen wir so rum, nochmal ausruhen. Blocks, keine Blocks. Machen wir ein bisschen Platz. Hier irgendwas? Ja.
Das sieht doch schon besser aus. 3 Damage finde ich nicht so schlimm. Oh, wir haben Accuracy noch nicht gespielt. So, weil wir zum Schluss spielen. Mir dünkt, wir haben zu wenig Blocks. Bag of Prep ist gut, After Image nehmen wir mit. Bag of Marbles ist auch sehr gut. Versuchen wir es mal. Jetzt kommt das After-Image. Machen prepared. So, alle. Das könnte man gebrauchen. Kein Blade Dance, schade. Das ist der beste Damage-Dealer. Slowly but surely. Ja, gib her. Nett. Nochmal ausruhen. Die, die, die. Solche Sachen brauchen wir. Komm. War klar. Nochmal ausruhen bringt nichts. Ah, wobei, wir kriegen eine Karte. Well-laid plans. Erstmal Platz machen. Bisschen die Artefacts wegkriegen. Der hätte besser sein können, hätte aber auch schlechter sein können. Für Terror ist es noch zu früh. Wieder kein Perfekt. Ich riskiere es einfach mal so rum. Oh mein Gott. Die Karten sind heute nicht mein Freund. Ich glaube, das war's auch schon wieder. 40, ja, wobei wir überleben.
Jetzt sind natürlich wieder keine Attacken dabei. Er wird sich jetzt selber platt machen. Was? Oh. Verdammt. Der zweite Schlag, da war ich schon tot. Mist. Aber gut, man kann nicht immer gewinnen. Lethality kann auch mal negativ ausfallen, wie man hier gesehen hat. Ich werde es jetzt nicht nochmal ausprobieren, sondern hoffe, dass die nächste Daily besser wird. Und sage damit danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.